Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Weihnachtsgeschenke-Haul. Kann man das so nennen? Ja, ich habe mir jetzt gedacht, da ja heute Weihnachten ist, frohe Weihnachten! Und ich gerade reichlich, was das reichlich beschenkt wurde, hier habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt diese Produkte mal. Ich werde auch so eine Art Reihe draus machen. Also halt das von heute und ich krieg morgen noch was und halt meine Tante kriegt noch was. Und halt, ich wollte das immer so ein bisschen gegliedert, ist jetzt wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Aber ich wollte euch die halt mal so zeigen, in so einer Art dreiteiligen Reihe. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich. Eigentlich, warte mal noch kurz vorneweg. Dieses Weihnachts-Special-Video, wo ich jetzt dann noch die Kanäle von 1000 bis keine Ahnung wie viel zeige. Das Video ist leider noch nicht abgedreht. Ich bin die letzten Tage noch nicht dazu gekommen, es zu drehen. Tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, euch macht das nichts aus. Also es kommt ganz bald. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch. Aber bei mir ist momentan auch irgendwie die Hölle los und ich komme einfach nicht so wirklich zum Video drehen und Entschuldigung. Aber jetzt habe ich, glaube ich, genug gelabert. Wir starten jetzt mal mit den Haul. Ja, also ich habe jetzt gerade drei Sachen gekriegt. Ich meine, okay, drei Sachen, noch nicht so viel, aber ich meine, ich kriege ja noch was. Aber es sind ziemlich teure Sachen, also, ne? Und ich zeige mal das erste davon. Das ist ein Buch. Und dieses Buch steht auch schon ein bisschen länger auf meiner Wunschliste. Also nicht direkt auf der Wunschliste, aber ich habe es schon öfter gesehen in der Buchhandlung auf YouTube. Und ja, jetzt habe ich es gekriegt. Und zwar Am Ende der Welt traf ich nur von Irmgard Kramer. Ich hoffe, man spricht das so aus, aber ich glaube schon. Das Cover finde ich ziemlich schön und das fühlt sich auch richtig toll an. Sieht auch unter Schutzumschlag, also ich mache den mal kurz runter. Sekündchen. Ich finde auch unter dem Schutzumschlag, das Buch an sich sieht ziemlich schön aus. Also ich meine, es ist dann hier nur so rot und dann hier am Buchrücken hat es halt am Ende der Welt traf ich nur so stehen. Aber ich finde das hier eigentlich ziemlich schön, weil es gibt ja so Bücher, die haben dann nur schwarz irgendwie, also die sind dann nur so schwarz und die haben halt dann hier so halt den Namen stehen und das finde ich eigentlich okay, aber das finde ich richtig schön, dass sie das gemacht haben. Und das Ganze, ich mache wahrscheinlich den Schutzumschlag wieder hin. Das Ganze kostet neu, glaube ich, wie kostet es? 17,95 Euro. Also ich verlinke euch die Produkte dann in der Infobox, außer eins, das kann ich irgendwie nicht, weil ich finde das Geschäft nicht. Aber die zwei Geschenke dann noch, die findet ihr in der Infobox verlinkt. Jedenfalls ist es hier mehr so ein Sommerroman. Also es kostet, wie gesagt, 17,95 Euro in Deutschland und 18,50 Euro in Österreich, falls euch das interessiert. Und ich finde, das Ganze ist mehr so eine Liebesgeschichte. Also es ist mehr so eine Liebesgeschichte und mysteriös. Also hier geht es um Marlene oder Marlene. Ich sage jetzt mal Marlene zu ihr. Oder Marlene. Keine Ahnung. Jedenfalls ist Marlene ein Mädchen. Und ich lese mal den Klappentext vor, weil ich kann es gerade nicht so erklären. Also. Ein fremder roter Koffer zieht Marlene wie magisch an. Und ehe sie wirklich weiß, was sie tut, hat sie sich schon als dessen Besitzerin ausgegeben und ist in ein neues Leben eingetaucht. Als Irina Pavlova verbringt sie ihren Sommer fernab der Zivilisation in einer alten Villa zusammen mit einer Nonne, einem Gärtner und einem Koch. Und Noah. Noah ist faszinierend, blind und in der Villa gefangen. Denn irgendetwas außerhalb ihrer schützenden Mauern macht ihn schwer krank. Doch er möchte frei sein und als Marlene sich in ihn verliebt, willigt sie ein, mit ihm zu fliehen. Was daraufhin passiert, konnte jedoch niemand vorhersehen. Und das hört sich eigentlich nach einer richtig guten Liebesgeschichte an, aber halt auch so ein bisschen das Mysteriöse,
ich möchte jetzt nicht sagen Krimi, aber halt, ja, Geheimnis. Ja, und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Ich werde es allerdings erst nächstes Jahr lesen und dann auch nicht gleich. Aber ich denke mal so April, Mai, wenn halt wieder so die Sommer, also die Frühling, Sommerzeit startet, weil dann, glaube ich, lässt sich das sehr gut lesen. Und das habe ich noch gar nicht gesagt, das Buch hat 349 Seiten. Und ich freue mich schon drauf. Also es klingt wirklich gut. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Ich weiß nicht, ob ich das so gut brauchen kann, weil ich habe es eigentlich nicht so mit Schmuck. Und zwar ist es so ein Schmuckkästchen. Also das sieht so aus. So. 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 Das ist größer als mein Kopf. Und so. Und das hatte ich hier vorne. So einen Verschluss. Und ich weiß nicht, wie man das aufmacht. Vielleicht so. Ah, jetzt habe ich es aufgekriegt. Ich wusste nämlich die ganze Zeit nicht, wie man das aufmacht. Also von innen sieht es so aus. Also hier unten ist auch nochmal was. Und da kann man halt einen Schmuck reintun. Also ich kann jetzt gerade ein bisschen blöd zeigen. Also sieht halt so aus. Und dann hat man, kann man noch was rausziehen. Hier. Ist hier noch was. Und das kann man halt wieder einstecken. Und ich weiß nicht, ob ich das so brauchen kann. Und hier ist noch ein Geheimfach. Was ist denn? Genau, und halt ein Spiegel. Oh, das ist noch gerade meine Poster drauf. ja. Und das machen wir wieder zu. Schauen, ob ich das überhaupt wieder zukriege. Ah, ja. Zugekriegt. Finde ich eigentlich ganz schick, wenn man es so anschaut. Ich weiß noch nicht, wo ich das hinstellen werde, weil ich habe es nicht so mit Schmuck, ehrlich gesagt. Also ich tue eigentlich nichts hin. Ich bin noch die Haare nicht zusammen. Also in der Schule in Sport. Aber sonst habe ich mir die Haare eigentlich nicht zusammengebunden. Oder halt, wenn. Na gut, eigentlich auch nicht, wenn irgendwie fest ist. Aber ja, ich habe ein paar Ohrringe, auch wenn ich nie welche dran habe. Und die könnte ich da eigentlich reintun. Und deswegen ist es ja ein Schmuckkästchen. Und ja. Das habe ich gekriegt. Auch gekriegt. So, und dann kommen wir schon zum letzten. Und ich weiß gar nicht, wie teuer das war. Zwar ist das so ein Parfum. Und das ist so Blumen. Also von Morfleur. Flower Woman Yau de Parfum. Kleiner Französisch. Aber ich kann mir immer nicht so wirklich daraus was bilden. Was, also Fleur heißt ja Blume. Und deswegen hier auch die Blumen. Und ja, ich finde diese Aufmachung hier von dieser Schachtel eigentlich richtig cool. Mach ich mal auf. Na? Kriegt es überhaupt auf? Ah, so. Muss gerade auf. Und dann, wenn man das auspackt, dann ist hier das Parfum drin. Ja, sieht so aus. Hier steht auch wieder Morfleur Flower Woman drauf. Und es riecht eigentlich ziemlich gut. Ich hatte, dass ihr das nicht riechen könnt, aber ich habe das vorhin nur so kurz gerochen und dachte mir so, naja, okay. Aber das riecht irgendwie richtig gut. Guck mal. Ja, kommt was? Kommt irgendwie nichts. Jetzt. Also das ist jetzt hier ein bisschen nass, wenn ihr das so seht. Aber es riecht eigentlich ganz gut. Muss ich schon sagen. Jetzt sieht es nochmal besser. Riecht ziemlich gut. Salam. ja. Und ich weiß nicht, wie teuer das war. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Ah, sind 50 Milliliter drin. Also, steht hier. 50 Milliliter, oder? Nicht hier, hier steht es. Und Achtung, leicht entflammbar. Also ich rauche ja nicht, um Gottes Willen. Ich stehe halt noch so ganz klein gedrückt drauf. Kamera fokussieren. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht jetzt, aber die Kamera fokussiert das nicht. Also hier steht hier, Achtung, leicht entflammbar. Das letzte hier. Und ja, finde ich eigentlich auch ganz cool. Und wie gesagt, es ist halt, es hat eigentlich... Ja, es hat eigentlich keine Farbe so wirklich. Aber ich finde es cool und es riecht auch sehr, sehr, sehr gut.
So, machen wir den Stöpsel wieder drauf. Na, achso, falsch rum. So. Machen wir es da wieder rein. Vorsichtig. Ich versuche das immer ein bisschen zu zeigen. Sonst sieht ihr ja nichts. So. Wieder drin. Oh, ich krieg das irgendwie nicht rein. Ja. Also, geht es jetzt hier mal rein oder bleibst du draußen? Egal. Also, das Papa. Ich war zwar ein bisschen oben raus, aber egal. Ja, meine Lieben, das war's heute mit dem ersten Haul. Also, na gut, ein Haul ist es nicht wirklich, hab's ja nicht gekauft. Aber meine Weihnachtsgeschenke, so kann ich das Video nennen. Habt ihr jetzt gesehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und nochmal Entschuldigung, dass dieses Weihnachts-Special-Vorstellungsvideo erst ein bisschen verspätet kommt. Tut mir wirklich leid. Aber wie gesagt, ich komme nicht so wirklich zum Video drehen. Und ich kann echt froh sein, dass ich dieses Video endlich mal drehen kann. Oh, heute ist Weihnachten und jetzt muss ich auch einfach mal abschalten. Also würde ich sagen, ich halte euch das Video jetzt hoch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.